Die Bitcoin haben ja eine Obergrenze. Die werden damit auch keine Rolle mehr spielen. Bitcoin ist ein reines Schneeballsystem. Also man muss wissen, eine alte Börsenweisheit sagt, alles kommt irgendwann auf seinen inneren Wert zurück. Und der ist beim Bitcoin nicht mal null, sondern negativ, weil es kostet permanent Geld, ihn zu erzeugen über die Stromkosten. Und von daher ist hier der innere Wert negativ. Dirk Müller glaubt also nicht, dass der Bitcoin einen bestimmten Wert hat, vergleicht das Ganze sogar mit einem Schneeballsystem oder teilweise mit einer Tulpenblase und ist sich sehr, sehr sicher, dass irgendwann der Bitcoin auf den inneren Wert, also auf Null, fallen wird. Denn seiner Meinung nach hat der Bitcoin keinen inneren Wert. Und genau auf diese Argumente möchte ich hier einmal eingehen, denn viele Leute fragen sich immer, hey, sollte ich in Kryptowährungen investieren? Sollte ich in den Bitcoin investieren? Haben natürlich immer erstmal Angst, kennen sich nicht mit diesem Thema aus, wollen sich erstmal Experten anschauen, wie zum Beispiel Mr. Dax, also Dirk Müller, was er denn davon hält, schauen sich die Videos von ihm an und lassen sich davon abschrecken. Ich bin genauso gewesen, ich habe mir das Ganze auch genauso angeschaut, habe sogar sein Buch Machtbeben gelesen, habe mir das Ganze reingezogen, hatte erstmal Angst und Skepsis, bis ich angefangen habe, mich selber mit der Materie auseinanderzusetzen, bis ich angefangen habe, mir auch andere Videos anzuschauen, mir die Vor- und die Nachteile der einzelnen Themen anzuschauen, bis ich dann irgendwann für mich rausgefunden habe, hey, für mich macht es Sinn, in Kryptowährungen zu investieren und deswegen bin ich tatsächlich investiert. Und an der Stelle muss ich natürlich ganz klar sagen, das ist hier keine Finanzempfehlung oder Handlungsempfehlung, ihr müsst immer selber entscheiden, in was ihr investiert. Trotzdem möchte ich hier einmal auf die Argumente von Dirk Müller eingehen, damit man vielleicht auch mal so ein bisschen das Ganze hinterfragt, denn Dirk Müller behauptet ja schon seit mehreren Jahren, wenn nicht sogar schon seit einem Jahrzehnt, dass wir einen sehr krassen Crash sehen werden, the big one, so sagt er jedes Mal, dass wir das Ganze sehen werden, dass die Eliten irgendeinen bestimmten Plan für uns vorhaben, wie wir uns entwickeln sollen und so weiter und so fort, und dementsprechend glaubt er auch nicht daran, dass der Bitcoin funktionieren kann. Doch wenn man fair sein möchte, dann muss man sich natürlich auch anschauen, in was Dirk Müller investiert, beziehungsweise wie seine Prognosen sich bisher entwickelt haben, das heißt, wie sieht das Ganze aus, wenn er sagt, wird etwas sich positiv entwickeln, passiert das Ganze dann auch, ja oder nein? Er hat ja auch zum Beispiel einen sehr, sehr bekannten Fonds, den Dirk Müller Premium Fonds. Ich hoffe an dieser Stelle, dass keiner von euch da rein investiert. Bitte nicht, Leute. Ansonsten tut es mir leid. Ist natürlich keine Finanzempfehlung. Macht, was ihr wollt. Aber wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann sehen wir, dass der Fonds ja grauenhaft performt hat. Was soll man da eigentlich noch großartig zu sagen? Ist halt einfach so. Und er gibt auch hier ganz genau Versprechen ab, beziehungsweise er erklärt, was eigentlich so der Grund für seine Performance ist, beziehungsweise was hinter dem Fonds für eine Idee steckt. Das ist kein Fonds, der in jeder Phase tschakka-tschakka nach oben jeden Gewinn mitmacht, sondern der soll, wenn es hart auf hart kommt, uns den Arsch retten, um es mal ganz klar zu sagen, soll uns möglichst ohne Verluste durch einen Crash bringen, um dann die Aufwärtsbewegung voll mitzugehen, um dann das Geld zu verdienen, wenn die anderen knietief im Blut stehen. Und seine Idee hinter diesem Fonds steckt da drin, dass man an erster Stelle erstmal abgesichert ist gegen einen Crash, aber auch gleichzeitig investiert ist im Aktienmarkt. Das heißt, er hat sehr, sehr viele Aktien in seinem Portfolio, in die er investiert. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann werden wir natürlich auch sehen, dass das extrem bekannte Aktien sind. Das sind jetzt keine Geheimnisse. Also er investiert hier in Apple, in Microsoft, in Alphabet. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, oha, habe ich jetzt noch nie von gehört. Er sucht hier jetzt wirklich die Top-Aktien raus und macht uns hier den besten Premium-Fonds. Ganz und gar nicht. Aber gut, sei mal so dahingestellt, er baut hier einen Fonds zusammen, einen Premium-Fonds, und trotzdem performt das Ganze nicht gut. Warum? Nun ja, wie gesagt, an erster Stelle investiert man in Aktien, damit man von einem Bullenrun, falls dieser passiert, dann profitieren kann. An zweiter Stelle schließt er aber eine Versicherung ab. Hier, meiner Meinung nach, ist er auch oft abwertend gegenüber normalen Investoren oder ich sag mal dem normalen kleinen Bürger, denn er sagt jedes Mal, das Ganze ist sowieso viel zu kompliziert für die, das müssen die auch nicht verstehen. Er vergleicht das Ganze teilweise mit so einer Hausversicherung, ne, dass man da auch eine Prämie für bezahlen muss. Das sind halt Optionsscheine, Zertifikate und bla bla bla. Also ich selber bin gelernter Bankkaufmann, so kompliziert ist es nicht, Leute. Man kann sich da ganz einfach reinlesen. Ist natürlich für ihn besser, wenn die Leute das Ganze nicht verstehen, denn dann kann er auch daran verdienen, meine persönliche Meinung. Wenn wir uns den Fonds hier anschauen, dann kann ich mir das Ganze auch nur so erklären, dass er als einziger davon profitiert, weil ansonsten sehe ich den Sinn von dem Fonds nicht. Denn wenn wir uns das Ganze anschauen, dann hatten wir ja eigentlich bis 2020 einen sehr, sehr schönen Bullenrun am Aktienmarkt. Und hier war er die ganze Zeit im Minus, obwohl er ja eigentlich Aktien hält. Und dann könnte man ja natürlich sagen, okay, er ist ja aber vorbereitet für den großen Crash, ne, dass er dann wirklich abcashen kann, falls wirklich the big one, so sagt er es natürlich, kommt. Und wenn wir uns dann 2020 anschauen, im März 2020, so Ende März 2020 hatten wir ja die Pandemie, da gab es diesen großen Crash. Da hat er gerade mal 3%, wenn man wirklich nett sein möchte und das Ganze aufrundet, 3% Rendite gemacht. Und
ganz ehrlich, es schlägt nicht mal die Inflation, also die echte Inflation. Wen juckt das, ob das 3% macht? Mir persönlich ist das Wurst, sage ich euch ganz ehrlich. Dementsprechend verfehlt dieser Fonds meiner Meinung nach komplett den Sinn und es macht auch gar keinen Sinn, dort rein zu investieren. An anderer Stelle sagt er aber, dass der Bitcoin wertlos sein soll und dass der Bitcoin aber gar keinen Ertrag bringt. Das ist eine reine Wette. Genauso gut kann ich ins Casino gehen, dass das eben noch bei 10.000 steht, zwei Wochen später bei 40.000, um danach am nächsten Tag auf 30.000 zu fallen. Da kann mir auch kein Mensch erzählen, dass das ein sinnvolles Investment ist. Morgen eine Entscheidung des amerikanischen Departments of Justice. Bitcoin ist eine kriminelle Geschichte, weil Geldwäsche. Und dann ist das Ding innerhalb von 24 Stunden wertlos. Wenn ich mir aber den Bitcoin mal anschaue, dann sehe ich zum Beispiel hier einmal in diesem Diagramm, dass wir beim Bitcoin hier jährlich in den letzten 10 Jahren ungefähr 300% Rendite gemacht haben. Das heißt, hätte ich 100 Dollar in den Bitcoin investiert, dann hätte ich hier 5 Millionen rausgehabt. Das muss man sich erstmal vorstellen. Und er behauptet, das Ganze ist wertlos und nur eine Wette. An der Stelle mal ganz kurz angemerkt, jedes Investment ist eine Wette, denn wir Menschen entscheiden, wie viel etwas wert ist. So funktioniert das Ganze. Auch bei Aktien. Es gibt zwar zehntausende Kennzahlen, aber wir Menschen analysieren das Ganze, werten das Ganze aus und sagen dementsprechend, ob das Ganze so viel wert ist oder nicht. Man sagt ja auch, bei den Investments investiert man in die Zukunft und die Zukunft kann keiner vorhersagen, denn keiner weiß, was als nächstes passiert. Das heißt, jedes Investment ist in gewisser Weise eine Wette. Das muss man einfach ganz klar sagen, denn Menschen interpretieren Zahlen auch unterschiedlich oder auch Geschäftsmodelle. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, Bitcoin selber hat er wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden, denn er vergleicht das ja auch oft zum Beispiel mit so einem ganz normalen Zahlungssystem, dass wir zum Beispiel hier einfach den Euro ablösen. Ich muss sagen, das Narrativ von Bitcoin sehe ich etwas anders, auch in der Community, wenn ich mir das Ganze immer im Internet durchlese, denn der Bitcoin selber soll gar nicht das Zahlungssystem selber ersetzen, sondern wahrscheinlich wird das eine andere Kryptowährung. Der Bitcoin wird aber digitales Gold sein. Weil Bitcoin ist ja eine deflationäre Währung, die nicht mehr wird, sondern die, wenn sie genutzt wird, immer wertvoller wird. Und der große Vorteil von Bitcoin ist ja auch, dass er deflationär ist. Das heißt, dass man wirklich sein Geld dort rein investieren kann und über die Zeit hinweg wird das Ganze mehr, ich sag mal, wie ein gutes altes Sparbuch, wo man wirklich dann seine 10% drauf bekommen hat. So kann man sich das Ganze vorstellen. Das heißt, wenn man dort Geld lagert, wird das Ganze über die Zeit hinweg mehr wert. Man wird dafür halt eben belohnt und für Zahlungssysteme wird es höchstwahrscheinlich eine andere Kryptowährung geben. Das ist der große Vorteil von Bitcoin, denn alle anderen Assets derzeit sind halt eben inflationär. Sogar Gold ist ja inflationär, weil man immer mehr Gold auf der Welt finden kann. Man weiß ja nicht, wann das wirklich irgendwann zu Ende ist. Beim Bitcoin weiß man ganz genau, es gibt nur 21 Millionen Bitcoins irgendwann und dann ist Ende. Und daher hat der Bitcoin auch schon eine wirklich sehr, sehr starke Performance hingelegt. Und selbst wenn man das vergleicht mit ganz vielen anderen Investments, also wirklich zum Beispiel mit den Top-Investments unserer Zeit, wie zum Beispiel mit Amazon, mit Apple-Aktien, Visa-Aktien und wie die alle heißen, dann muss man ganz klar sagen, Bitcoin hat alle Investments bei weitem geschlagen. Also das war die letzten Jahre wirklich das beste Investment. Und das Ganze jetzt wirklich als Schneeball zu betiteln, nur weil das halt nicht im eigenen Premium-Fonds vorhanden ist, muss ich schon sagen, ist schon sehr, sehr dreist, meiner Meinung nach auch schon ein bisschen fahrlässig, denn jeder Mensch sollte für sich selber eine Analyse erstellen, sollte selber entscheiden, wie viel das Ganze wert ist und hier zu behaupten, dass das Ganze wirklich von Anfang an komplett wertlos ist, obwohl es ja einen ganz gewissen Wert hat, beziehungsweise halt einen Sinn hat und dieser Sinn gibt ihm diesen Wert, macht meiner Meinung nach diese Aussage einfach definitiv keinen Sinn. Jetzt haben wir hier ganz viel über den Sinn gesprochen, ob es jetzt vom Bitcoin ist oder vom Dirk Müller Premium Fonds. An der Stelle muss ich sagen, wie gesagt, meiner Meinung nach macht der Fonds keinen Sinn, denn wenn wir uns nicht nur den Fonds alleine anschauen, sondern hier auch wirklich das Ganze in einen Vergleich ziehen, dann sehen wir quasi seit 2015 bis 2022, wenn man in drei verschiedene Investments investiert hätte, das heißt, wir lassen den Bitcoin wirklich einfach mal beiseite, weil der Bitcoin ist eine Liga für sich, was die Performance angeht, sondern wir vergleichen den Dirk Müller Premium Fonds einfach wirklich mit einem ganz entspannten MSCI World, mit einem S&P 500, dann muss man einfach sagen, und das ist jetzt einfach Fakt, 135% beim S&P 500, 90% beim MSCI World, beziehungsweise 89%, und minus 11% beim Dirk Müller Premium Fonds. Und was für einen Sinn macht das? Das heißt, wenn man jetzt wirklich Bargeld lagert, dann frisst einen die Inflation auf. Zusätzlich investiert man noch in den Dirk Müller Prämienfonds und da wird dann auch noch das eigene Geld aufgefressen. Wo ist da der Sinn? Ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare reinschreiben, würde mich sehr, sehr stark interessieren.